Hallo, ich bin der Joscha von Move36. Herzlich willkommen zu den Move36 Nachrichten. Die kommen ab jetzt wöchentlich. Wir gucken auf die Woche zurück und wagen einen kleinen Ausblick aufs Wochenende. Los geht's mit einer 60-Jährigen aus Eiterfeld, die verurteilt worden ist, zusammen mit ihrem 34 Jahre alten Sohn. Die müssen nämlich jetzt in den Knast, weil sie mit Drogen gedealt haben. Und zwar scheint es eine richtige Familienproduktion gewesen sein. Die Mutter hat nämlich Cannabis angebaut und ihr Sohn hat es dann vertickt. Der Termin für das diesjährige Rhönrock-Festival steht jetzt endlich fest. Vom 17. bis zum 19. August wird in Oberfeld bei Hünfeld die Rhön brennen. Letztes Jahr war Daniel für uns vor Ort und auch dieses Jahr kümmert er sich wieder um die Berichterstattung. Was euch da dieses Jahr erwartet, erzählt euch jetzt. Ja, ich habe gestern schon mal mit dem Organisator Mirko telefoniert. Der hat sogar erzählt, es haben sich Leute aus England Karten bestellt wegen einer Band. Der Ticketverkauf läuft auf jeden Fall stärker an als letztes Jahr. Die rechnen so mit 2500 Besuchern und vor allem mit besserem Wetter, da es ja letztes Jahr ein bisschen ins Wasser gefallen ist. Der Headliner ist Stahlzeit und auf jeden Fall das Highlight dieses Jahr beim Rhönrock Open Air. Im Zeichen des Rock stand auch das letzte Wochenende bei unserer Praktikantin Lorena. Die haben wir nämlich zu Rock im Park geschickt und was sie da erlebt hat, hört selbst. Ja, ich fand am besten am Festival die Band Muse. Die war wirklich ziemlich gut und natürlich auf dem Campingplatz war einiges los. Trinkspiele wurden gespielt, das typische Festival-Feeling natürlich. Und ja, viele Leute waren witzig verkleidet, das war sehr cool. Dann noch eine echte Schockermeldung. Der Papst hat das Rücktrittsgesuch von Bischof Algermissen offiziell angenommen. Seit letzten Dienstag ist damit Fulda ohne bischöflichen Beistand. Die Suche nach einem Nachfolger kann jetzt noch mehrere Monate dauern. Ich hoffe, dass Fulda diese schwere Zeit überstehen wird. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Galerie zum kleinen Mann erinnern. Die war vor 2,5 Jahren in dem Eckladen im Bermuda-Dreieck drin, der seitdem leer steht. Da kommt jetzt endlich wieder was rein. Es wird eine süße Angelegenheit. Und was genau, erzählt euch Bene. Zum August zieht die Firma Viva Suites aus Thüringen in die Galerie, ehemalige Galerie zum kleinen Mann, und eröffnet da eine Schokoladenmanufaktur mit einem kleinen Café. Auf der Flucht zu sein ist scheiße. Wie scheiße genau, könnt ihr euch im Moment auf dem Domplatz angucken. Da steht nämlich der Missio Fluchttruck. Unsere Praktikantin Lorena hat sich den schon angeguckt und ja, was sie da erlebt hat, hat sie dann doch schon ziemlich mitgenommen. Wie genau, könnt ihr euch auf dem Video auf unserem Portal angucken. Eigentlich wollte Kevin Hartjen aus Fulda Wirtschaftsingenieur werden. Dann hat es ihn aber nach Hamburg verschlagen, in die Gastronomie. Dort hat er mit ein paar Kumpels den Cocktail-Caterer Mr. Mandrill gegründet. Dieses Wochenende ist er wieder zurück in Fulda und mixt hier auf dem Stadtfest seine Cocktailmischungen und feiert so sein Comeback. Neben den leckeren Cocktails lockt der Stadtfest natürlich noch mit einem Haufen weiterer Angebote. So ist auf dem Uniplatz und der unteren Bahnhofsstraße ein Streetfood-Festival. Zum Abschluss am Sonntag werden verschiedene Open-Air-Modenschauen veranstaltet. Natürlich gibt es auch wieder einen Haufen Live-Bands, die performen. Und viele weitere Sachen, die entnehmt ihr bitte unserem Eventkalender. Den Samstag sollten sich die FIFA-Spieler frei halten. Da findet nämlich in der Jugendkulturfabrik ein FIFA-Turnier statt. Ist relativ unkompliziert, ihr braucht euch nicht mal vorher anmelden. Einfach hingehen, pünktlich am Tresen melden und ab geht die Post. Wenn ihr es lieber ein bisschen muckelig haben wollt, Samstagmorgen in der Löherstraße findet wieder das jährliche Picknick statt. Da haben die verschiedenen Inhaber der Löherstraßengeschäfte einen großen Tisch aufgebaut. Jeder bringt sein Essen einfach selbst mit und dann setzt man sich dahin und picknickt. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, alle Links zu den News und Events, die wir eben hatten, findet ihr in den Kommentaren. Ich bedanke mich, bis nächste Woche.